Da komm mit. Jakob, mit! Ich fühle mich nicht gut. Schnetter steht. Zur Not penne ich auch darauf. Wasser, Essbares. Gib alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wir fahren überall. Wir fahren über. So, wir sind jetzt hier im Dickicht angekommen. Nochmal gefährlicher. Wir lauern viele Tiere. Was ist das da? Scheiße. Scheiße. Weg, weg, weg! Hier war wer. Der hat übernachtet. Warum haben sie was zu trinken? Wir haben Wasser! Es ist leicht. Es ist nicht leicht. Wir finden den Schild noch nicht. Wir sind am Arsch. So, da sind wir wieder. Ah, da ist Toni. Toni. Komm. So, es war jetzt halb so wild. Er ist groß. Es ist halb so wild. Es ist, ich hab, also. Schock. Es ist, der Schock war größer als der eigentlich. Aber jetzt. Ganz ehrlich, ich glaube, in so Survival-Situationen, da sind wir alle so, ja. Ja, da reagiert man so ein bisschen über, aber. Stell dir vor, du könntest nicht mehr laufen, ja? Das wäre das Ende. Wir müssen hier abbrechen. Wir müssen abbrechen, aber. Geht weiter. Wir machen weiter. Kannst. Pass wirklich auf. Oh. Der Flugzeug. Ja. Flugzeug, komm mit! Wir haben uns jetzt überlegt für diese Stelle hier, für das Lager. Es wird nämlich also schon spät. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die Vögel fliegen ab. Folgendes gedacht. Wir nehmen diesen Querstreben hier und die ganzen losen Stöcker, die hier sind, und lehnen die so hier gegen. Ja. Damit wir halt Unterschlupf haben, falls es regnen sollte. 100%. Ja, das ist der Plan. Wir hätten ja erst zu einem erhöhten Punkt, aber die Kraft ist jetzt einfach gerade nicht da. Probe liegen, ja. Ah, ja. Ja, ist bequem. Bequem? Ja, oh. Da ist man auch mal relativ froh zu liegen, ja. Ja, wir haben uns das jetzt so aufgeteilt. Ah, Toni macht noch ein bisschen. Ja. Fühl mich nicht gut. Ja. Einer noch und dann. Ja, safe. Kräfte sparen. Shelter steht. Das dürfte ausreichen. Ist noch nicht ganz regendicht. Nee, regendicht noch nicht, aber. Und mit den Naturmaterialien ist es noch schwierig, dass 100% regendicht zu kommen. Ja, safe. Aber wir sind von oben auf jeden Fall schon ein bisschen geschützt vor Regen. Ja. Gerade weil wir uns in das Spot hier ausgesucht haben. Das ist die Kiefer. Die Kiefer macht's. Die ist gut. Ja. Und jetzt geht's weiter. Shelter steht. Ja, wir müssen jetzt irgendwie. Wasser ist wichtig. Wasser, Essbares. Ich gebe alles. Kommen wir zum heutigen Sponsor, oder? Hey Kids! Look what I got! Sauce-Bottom! Say goodbye to boring ass pizza. Snag a dad win with Domino's new Sauce-Bottom pizza. My mouth is blown! The sauce is on the bottom, so it can slam your flavor buds faster. You know what? I'm glad mom left. This pizza is so good. Dad, I'm gay. Genau, mit dem Shelterbau jetzt einigermaßen zufrieden. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Also gefahren überall. Überall. Du musst dich ducken. Ducken? Oh, mein Rücken. Das ist eine gefährliche Situation, weil wir nicht wissen, was hier unter uns lauert. Sieht mir sehr nach Natur aus, aber was ist das? Siehst du das da? Ja, warte mal. Was ist das? Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr komisches Loch gefunden.
Da könnte man auf jeden Fall eine Falle aufstellen. Aber das Spot ist ein Riesenloch. Kann man sich merken, kann man sich merken. So, wir sind jetzt hier im Dickicht angekommen. Das ist auf jeden Fall, nochmal eine Nummer gefährlicher. Hier lauern viele Tiere. Haben hier ihre Versteckmöglichkeiten hier. Überall Wurzeln, umgekippte Bäume. Oh, was haben wir denn da? Moment mal. Hier, überall lauern Gefahren. Überall lauern Gefahren. Ich glaube, da rechts kommt eine Lichtung. Vielleicht gucken wir mal da. Noch so ein Loch. Meinst du, die sind verbunden? Das könnte sein, ja. Ich hab vor, da kommt jetzt irgendein Tier rausgekrabbelt. Was lebt denn sowas? Ich weiß nicht, ob wir es drauf haben. Nee. Wir haben das erste wild lebende Tier entdeckt. Dort oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja. Sieht man? Ja. Auf dem Baum. Vielleicht kann ich etwas ranzoomen. Der erste Vogel. Sieht mir nach einer Graumeise aus. Ja, 100%. Hier, Wildschweingerüffel. Oha. Hier. Oha. Ja, das ist von einem Wildschwein tatsächlich. So, wir haben eine Fahrzeugrampe gefunden. Ich kann das ja mal kurz demonstrieren. Verrückt, dass man solche Funde hier macht. Hier könntest du hochfahren. Und dann waren hier eigentlich Pfeiler drauf, die dich rübergebracht haben zu einem gewissen Punkt, wie dem Verladepunkt da oben, der ein bisschen höher war wahrscheinlich. Wir haben hier mehr Wildwechsel, wie wir auch hier sehen. Das ist vollständiges Gerüffel und hier haben wir Kot. Könnten Wildschweinfamilien lauern? Weil ich sehe hier ganz genau die Rüffelstellen. Ja, ist gut. Ja, überall aufgewühlte Erde. Und meistens an solchen Stellen haben wir eine Ruhestätte dieser Tiere. Weil sie so dicht nebeneinander liegen, schmilzt meist der Schnee. Was ist das? Was ist das? Was ist das da? Scheiße. Scheiße. Ist das ein Tier? Weg, genau. Weg! Ich glaube. Wir haben es abgehängt, Da sieht man aber auf jeden Fall auch shelterähnliche Züge, ja. Da ist eine Treppe. Wie kommen wir da hin? Das sind Plastikflaschen. Hier war wer. Natürlich wissen wir auch nicht, wo Sprengstoff sich befindet. Ich weiß nicht, was los ist. Unser Shelter. Müsste irgendwo da hinten sein, oder? Muss man sagen, haben wir jetzt langsam außer Acht verloren. In die Richtung. Daniel, wir brauchen langsam was zu trinken. Wir müssen wieder runter. Wir müssen runter und da lang und dann. Die müssen jetzt Projekt trinken in Angriff nehmen. Ich habe hier vorsorglich eine leere Thermosflasche mitgenommen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich den Schnee hier reinmachen und dann schmelzen. Leute, definitiv! Wir haben Durst, Junge! Wir haben jetzt mit Hilfe der Thermosflasche und Schnee, also Schnee zum Schmelzen gebracht, mit Hilfe dieser Glasscherbe dort. Ja, das ist gut gewesen. Wir haben dafür hier mit der schönen Birkenrinde hier. Die ist völlig trocken noch. Ich kriege jetzt kein Stück ab, aber. Und mit Hilfe der Sonne haben wir den Schnee zum Schmelzen gebracht und ja, werden jetzt einen Schluck trinken. Prost. Wir haben Wasser! Wir werden jetzt wahrscheinlich noch die ganze Flasche voll machen mit der Technik. Unser Feuer brennt da hinten ja eh noch. Definitiv, ja. Können wir euch jetzt nicht zeigen aus Sicherheitsgründen. Ihr habt jetzt selber gesehen anhand der Rinne, wie trocken das alles ist. Ja. Waldbrandgefahr ist halt nun mal da und in dem Fall definitiv. Feuer zeigen ist nicht einfach, für die ganze Masse, für die Öffentlichkeit ist doof. Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich. Das war jetzt wichtig, dass wir das Wasser zum Schmelzen bringen konnten. Dass wir vorhin
Gott sei Dank Nahrung gefunden haben. Und dass wir jetzt ein Shelter haben. Also, was wünscht man sich mehr, ja? Was wünscht man sich mehr? Dann müssen wir jetzt wohl zurück zum Shelter. Zurück zum Shelter und dann mal gucken. Ja. Wir sind jetzt schon seit einiger Zeit, lass das 2 Stunden sein circa, auf Suche, wieder was zu essen zu finden. Und ich sag, wie es ist. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Wir finden den Shelter nicht. Wir sind am Arsch. Ich habe mich fest geschworen, nicht zu weinen. Es wird, wir haben das Shelter jetzt nicht wiedergefunden. Nee, nee, Mann. Wir haben keine Zeit, ein neues zu machen, weil es wird dunkel. Es dämmert schon. Und ja, ohne Shelter überleben wir hier in der Kälte nicht. Vor allem nicht nachts. Nee, nee. Heißt, wir haben jetzt eine Weile miteinander geredet. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ja, wir machen nicht weiter. Wir haben gedacht, Mann, fuck! Dass die Vernunft überwiegt und dass wir jetzt in dem Fall vernünftig sein müssen und sagen, es hat keinen Sinn mehr. Wir können, also es ist lebensgefährlich und es ist, nee. Ja, es war so ein persönliches Ziel, hier weiterzukommen, sich zu beweisen. Wir haben gut angefangen, fand ich, ja. Essen, trinken, wir haben Wasser bekommen. Wir haben einen Tierangriff einfach so überlebt, ja. Wir werden jetzt Code Yellow senden. Ja, und scheiße. Scheiße ist das. Wir werden gleich abgeholt und dann war's das. Wir waren so gut. Wir haben gut mitgehalten, aber man muss wissen, wann Schluss ist. Ja. Meine Hose ist nass. Meine Hose ist nass. Ja. Ja, Mann. Ja, wir brauchen eine Abholung. Ja, wir hätten nicht durch. Schaffen wir nicht. Nicht vor der Nacht. Bis gleich. Was haben Sie gesagt, wie lange Sie brauchen, um abzuholen? Wir sollen jetzt hier noch ungefähr 3 Minuten warten. Das ist der Abholungspunkt. Der Abholungspunkt. Sollten wir uns vorher merken, alle Abholungspunkte? Und jetzt müssen wir warten, ja. Das ist natürlich die Frage, wir könnten ihnen ja ein Stück entgegenkommen, aber... Ich würde sagen, wir warten hier. Kein unnötiges Risiko mehr. Kein unnötiges Risiko. So, und damit... sage ich schon mal... adios. Und ja, wir schauen mal, was wird.